Meeting Point Music Messiaen. Meeting Point Music Messiaen. Meeting Point Music Messiaen. Meeting Point Music Messiaen. Eine Organisation, welche ihr breit gefächertes Tätigkeitsfeld bereits im Namen anklingen lässt. Im Jahr 2006 hat sich der Meeting Point Music Messiaen als Verein gegründet und ist ab diesem Zeitpunkt zu einer festen und wichtigen Institution in der Stadt Görlitz herangewachsen. Das Team des Meeting Point hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Erinnerung rund um das ehemalige Kriegsgefangenenlager Stalag 8a, durch welches während des Zweiten Weltkriegs etwa 120.000 Kriegsgefangene gingen, wieder aufleben zu lassen, sondern hat sich auch das Ziel gesetzt, junge Europäer in der Doppelstadt Görlitz-Skorzelec getreu dem Motto Europa ist Musik zusammenzuführen. Wichtiger Anhaltspunkt dabei ist der französische Komponist Olivier Messiaen, welcher als Kriegsgefangener im Stalag sein Quartett auf das Ende der Zeit komponierte und uraufführte. Initiator dieses wunderbaren Projektes war der damals am Theater arbeitende Theaterregisseur und Komponist Dr. Albrecht Goetze. Für ihn sowie für seinen Meeting Point galten und gelten auch heute noch zwei Hauptziele. Zum einen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, zum anderen das Verbinden der Menschen beiderseits der Neiße. Klaus Arauner erinnert sich. Ich habe Dr. Goetze kennengelernt, als er hier im Theater gearbeitet hat. Und das waren genau diese zwei Schwerpunkte, die uns beide interessiert haben und die uns damals schon verbunden haben, indem wir überlegt haben, welche gemeinsamen Projekte kann man tun. Und irgendwann kam Dr. Goetze mit der Idee, den Meeting Point zu gründen und mit zwei Institutionen genau ein solches Programm zu machen. Und da hat sich die Arbeit hier am Theater, seine Arbeit am Meeting Point und diese gemeinsame Kooperation natürlich wunderbar verbunden. Durch die facettenreichen Kunst- und Bildungsprojekte arbeitet der Meeting Point Music Messiaen mit zahlreichen nationalen und internationalen Partnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen eng zusammen. Nur durch die große Unterstützung aller ist dieses Projekt möglich. Die direkte Verbindung mit dem Meeting Point Music Messiaen habe ich durch die Musik von Messiaen, der ebenfalls in einem Gefangenenlager inhaftiert war. Er durfte da das Musikstück auf das Ende der Zeit komponieren und uraufführen. Und dieser historische Platz fasziniert und wird mich gleichzeitig auch bedrücken, dass man unter solchen Bedingungen solche geniale Musik schreiben konnte. Wie gesagt, fasziniert mich und bedrücken, dass es eben dieser Platz war. Und dadurch weckte sich in mir der Wille, auch etwas dafür zu tun. Und ich entwarf zu dem Musikstück auf das Ende der Zeit 8 Skulpturen, für jeden Satz eine. Der Meeting Point ist durch seine außergewöhnliche Lage in der Europastadt Görlitz-Skorzelec und durch seine grenzüberschreitende Arbeit auf beiden Seiten der Neiße gut vernetzt. Meeting Point kojarzy mi się przede wszystkim z młodymi ludźmi, z dużą pracą na rzecz właśnie dialogu polsko-niemieckiego. Kojarzy mi się ze sztuką, kojarzy mi się z muzyką, kojarzy mi się z historią, bo to są główne tematy pracy Meeting Point z młodymi ludźmi. Kojarzy mi się też właśnie ze Stalagiem 8a, którym stowarzyszenie się opiekuje od już dłuższego czasu. Eines der wichtigsten Meeting Point Projekte ist das internationale WorkCamp. 2014 findet es bereits zum 7. Mal in Folge statt. Ein typischer Tag auf dem WorkCamp war eigentlich aufstehen, erstmal die ganze WG, also die Polen und die Italiener, mit denen ich zusammen gewohnt habe, wachtrommeln, weil ich immer die Erste war, die wach war. Dann ohne Frühstück runter auf den Hof hetzen, weil wir meistens doch zu lange geschlafen haben. Geräte ausräumen, schauen, wer noch fehlt und ganz aufgeregt sein, dass die Leute unbedingt noch runterkommen. Und dann mit Sack und Pack runter zur Brücke, also für die anderen, die auf dem Stalag gearbeitet haben. Und ich mit meiner kleineren Gruppe aus italienischen und polnischen und einem weiteren deutschen Mädchen sind zum Metallkünstler Matthias Bayer gegangen, mit dem wir eine Skulptur für das Stalag-Gelände gebaut haben. Und es war eigentlich schon ganz spannend dort. Am Anfang haben wir uns alle ein bisschen fehl am Platz gefühlt und dachten, oh je, Mädchen in einer Metallbauwerkstatt. Aber es hat sich doch recht schnell herausgestellt, dass wir alle doch
ganz schön begabt im Umgang damit sind und haben dort also mit Matthias eben nicht nur die Skulptur weitergebaut, sondern auch viel gequatscht. Es ist nicht nur Aufarbeitung, es ist ein Tor zu anderen, es ist eine Möglichkeit, andere kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, voneinander, miteinander zu lernen. Es war einfach eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, weit über das Arbeiten hinaus. Ein weiteres Projekt des Meeting Points auf polnischer Seite ist die Zusammenarbeit mit dem Edith Stein Haus in Breslau. Meeting Point i Dom Edyty Stein współpracują ze sobą już od ponad roku. Razem robimy projekty polsko-niemieckie, które mają na celu integrację młodzieży z obu krajów. Projekty są bardzo kreatywne i razem możemy rozwijać tę współpracę jeszcze bardziej. Mamy wspólne projekty, na zmianę jesteśmy partnerami albo koordynatorami projektów. Promujemy wzajemnie swoje działania we Wrocławiu i w Görlitz. 7 Jahre lang war der Meeting Point Music Missyang ein lebendiger und an vielen Orten erlebbarer Treffpunkt. Doch im kommenden Jahr, 2014, wächst der Meeting Point mit der Fertigstellung des Europäischen Zentrums für Bildung und Kultur, Meeting Point Music Missyang, als eine greifbare Institution mit dem Sitz in der Europastadt Skorzelec-Görlitz heran. Eine Einrichtung, wo man mit anderen in Austausch treten kann, an der man einfach auf kreative Art und Weise mit Geschichte konfrontiert wird, lernt damit umzugehen, gemeinsam mit anderen damit umzugehen, mit anderen Nationalitäten zu sehen, hey, wie ist die Sicht von denen darauf? Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, dass die polnischen und italienischen Jugendlichen sich auch so stark dafür engagieren, dass das aufgeklärt wird, obwohl das ja unsere Geschichte und unsere Sache ist so. Naja, und es ist einfach schön, dass es den Meeting Point dafür gibt und dass man mal auf eine ganz andere Art und Weise lernt, mit Geschichte umzugehen. Eben nicht nur Frontalsituationen im Unterricht, sondern wirklich dabei sein und wirklich selbst was dazu beitragen. Der Meeting Point to też jest porozumienie. To jest dialog, to jest umiejętność tego dialogu, to jest porozumienie i porozumienie w Europie to też jest dla mnie skojarzenie z Meeting Point. Und ja, so wie die Skeptiker auch die Arbeit des Meeting Point am Anfang kritisch gesehen haben und am Ende auch einsehen müssen, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Baustein auch in der Beziehung zwischen den beiden Deutschen und dem polnischen Stadtteil geworden ist und eben auch gesehen haben, dass es die Menschen beiderseits der Neiße näher gebracht hat mit einem konkreten künstlerischen Projekt. Ich glaube, dass die Kunst ein wunderbares Mittel ist, etwas zu verwirklichen, was alleine auf dem Papier und theoretisch in der Politik nicht funktioniert. Meeting Point. Music. Mission.